Hello everyone, and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In the previous lesson, you learned what are Relativsätze and which are the various relative pronomen im Nominativ. In this video, you'll be learning relative pronomen im Akkusativ. Do watch the previous lesson to make your understanding of this lesson easier. The link can be found below in the description. To practice what you learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So, fangen wir an. Lektion 19. So, wir haben schon gelernt, Relativsätze geben mehr Information über eine Sache oder eine Person. Jetzt lernen wir oder schauen wir uns an Relativsätze im Akkusativ oder Relativpronomen im Akkusativ. Hier sind ein paar Beispiele. Das ist unsere Lehrerin, die wir sehr nett finden. Hier ist ein weiteres Beispiel. Hast du mein Buch gesehen, das ich gestern gekauft habe? Der Computer, den du mir geschenkt hast, ist kaputt. All the articles marked here in blue are relative pronomen im Akkusativ. Now let's get into the details. Und hier ist das erste Beispiel für maskulin Akkusativ. Der Junge, den ich nicht kenne, sitzt neben mir. As you know, in Akkusativ only the masculine article changes. And same happens in the case of relative pronomen. Only the pronoun for masculine is different. Rest all other pronouns are same as for nominative. Hier ist das nächste Beispiel. Der Stuhl ist teuer. Ich kaufe mir den Stuhl. In dem zweiten Satz, den Stuhl, ist das Akkusativobjekt. Hier bekommen wir mehr Information über den Stuhl. Wenn wir einen Relativsatz bilden, dann sagen wir, der Stuhl, den ich mir kaufe, ist teuer. Wir benutzen nicht den Stuhl, sondern nur den als Relativpronomen. Am Ende vom Relativsatz steht immer das Verb. Das gleiche gilt, auch wenn wir ein Akkusativ-Personalpronomen haben. Zum Beispiel, das ist Jan. Ich habe ihn letzte Woche kennengelernt. Für Jan gibt es in dem zweiten Satz ein Akkusativpronomen ihn. Wenn wir einen Relativsatz formulieren, dann sagen wir, das ist Jan, den ich letzte Woche kennengelernt habe. Also wir benutzen nicht ihn, sondern den als Relativpronomen. Das Verb steht am Ende. Akkusativ-Personalpronomen und Akkusativ-Relativpronomen sind zwei verschiedene Sachen. Ein Link zu unserem Video über Akkusativ-Personalpronomen findest du unten in der Beschreibung. Und hier ist das erste Beispiel für Femininartikel im Akkusativ. Das ist meine Mutter, die ich sehr liebe. Hier ist ein weiteres Beispiel. Siehst du die Frau da? Ich finde die Frau sympathisch. In the second sentence, ich ist der Nominativsubjekt, die Frau ist der Akkusativobjekt. When we make a Relativsatz, we would say, siehst du die Frau da, die ich sympathisch finde? In this sentence, die is replacing die Frau as a pronoun. This pronoun is an Akkusativ. Don't forget that the verb will be placed at the end of the sentence. Let's look at another example. Wo ist die Hose? Ich habe sie gestern gekauft. In this case, we are using an accusative pronoun, sie. When we make a relative Satz, we would say, wo ist die Hose, die ich gestern gekauft habe? In this case, instead of using the pronoun sie, we will use the relative pronoun die. The verb will be placed at the end. Jetzt schauen wir uns Beispiele für Neutrum an. Hier ist das erste Beispiel. Das Kind,
das ich nett finde, heißt Tobias. Hier ist das nächste Beispiel. Das Brot schmeckt gut. Das Brot hast du gestern gekauft. In diesem Satz, du ist Nominativsubjekt und das Brot ist Akkusativobjekt. Und hier ist der Relativsatz. Das Brot, das du gestern gekauft hast, schmeckt gut. In diesem Satz, das ist das Relativpronomen und ersetzt das Brot. Das Verb steht am Ende vom Relativsatz. Und hier ist ein Beispiel mit Pronomen. Wie heißt das Buch? Ich habe es interessant gefunden. Wie heißt das Buch, das ich interessant gefunden habe? Hier benutzt man statt es nur das als Relativpronomen. Verb, wie immer, steht am Ende. Und hier sind Beispiele für Pluralartikel im Akkusativ. Wie findest du die Fotos, die wir letztes Jahr gemacht haben? Hier ist noch eins. Wir haben zwei Kinder. Der Nachbar findet unsere Kinder süß. Der Nachbar ist Nominativsubjekt und unsere Kinder sind Akkusativobjekt. In dem Relativsatz benutzen wir die als Relativpronomen für Plural. Wir sagen, wir haben zwei Kinder, die unser Nachbar süß findet. Das Verb steht wie immer am Ende. Hier ist ein Beispiel für Akkusativ-Personalpronomen. Ich habe viele Schuhe, ich muss sie noch sortieren. In dem Relativsatz wird sie durch Relativpronomen die ersetzt. Ich habe viele Schuhe, die ich noch sortieren muss. Das Verb steht am Ende. So, hier ist eine Liste von Relativpronomen im Akkusativ. Wie gesagt, nur der Maskulinartikel ist anders als die Artikel im Nominativ. Deshalb der Relativpronomen für Akkusativ maskulin ist den, für Feminin die, für Neutrum das und für Plural die. So, was passiert, wenn wir auch Akkusativpräpositionen haben? Relativsätze mit Akkusativpräpositionen. Hier ist das Beispiel für Maskulin. Ich finde den Mann komisch. Du arbeitest für ihn. Für ist eine Akkusativpräposition. In dem Relativsatz sagen wir, ich finde den Mann komisch, für den du arbeitest. In diesem Fall beginnt der Relativsatz mit der Präposition. Danach kommt das Relativpronomen. Am Ende steht das Verb. Genauso ist für andere Akkusativpräpositionen. Hier ist noch ein Beispiel. Das ist Maria. Ohne sie kann ich nicht leben. Ohne ist hier die Akkusativpräposition. In dem Relativsatz sagen wir, das ist Maria, ohne die ich nicht leben kann. Die Präposition steht am Anfang vom Relativsatz. Statt sie benutzen wir die als Relativpronomen. Das Verb steht am Ende. Hier ist das Beispiel für Neutrum. Wo ist das Baby? Ich habe für das Baby Milch mitgebracht. Wo ist das Baby, für das ich Milch mitgebracht habe? Der Relativsatz beginnt mit der Präposition für. Danach kommt das Relativpronomen für Neutrum, das. Das Verb steht am Ende. Und jetzt ein Beispiel für Plural. Es gibt hier sehr viele Politiker. Wir sind gegen sie. Es gibt hier sehr viele Politiker, gegen die wir sind. Relativsatz beginnt mit der Präposition gegen und danach kommt Relativpronomen für Plural, die. Das Verb steht am Ende. So, when you're having accusative prepositions in your sentences and you have to make a relative clause, in such a case, the relative clause
will begin with the preposition, which will be followed by the relative pronoun. Great! Hope you enjoyed this lesson. If you want to practice what you have learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. Danke! Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. You can click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss! Auf Wiedersehen!